Es ist wie Payday, es ist wie Payday gewollt und nicht gekonnt, um es mal so zu sagen. Und das ist halt das, was mich extrem aufregt, weil die Möglichkeiten sind da. Und wenn man da mal wirklich ein Auge auf dieses Kindchen haben würde, dann würde da auch richtig viel bei rumkommen. Aber das sind so viele Konjunktive, die treffen alle nicht zu. Und stattdessen hat man sich jetzt gesagt, ey, wir haben die Gamescom 2015. Und anstatt jetzt uns um das Multiplayer-Problem zu kümmern, werden wir ganz einfach eine neue Einzelspieler-Kampagne rausbringen. So, hä? 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 Auf Hä? der anderen Seite muss ich sagen, dieses Problem mit den fehlenden Mods, mit der fehlenden Moderation einer Online-Community haben 90% aller Online-Spieler. World of Tanks. World of Tanks, ganz klar. Die Mods lassen sich nur blicken, wenn sie für irgendein merkwürdiges Achievement abgeschlachtet werden sollen. Wenn sie mal wieder Mecker gekriegt haben. Ihr müsst doch mal online sein und unser Spiel promoten. Okay. Nein, es wirkt tatsächlich so. War Thunder genauso. Na klar, das sind jetzt keine Open-World-Spiele, da geht sowas ganz schlecht. Aber, was weiß ich, Heroes in the Sky. Da waren die Mods früher richtig dabei und auch am Drehen und der Mod wurde entlassen und seitdem ist er tot. Keine Mods mehr. Die Verdammten, da habe ich es miterlebt. Da hat der Mod gesagt, alles klar, ich werde dummerweise woanders hinversetzt und kann hier das deutsche Forum nicht mehr leiten. Und ab dem Moment war das deutsche Forum hin. Anarchie! Nicht, dass es keine Mods geben würde, nein, der wurde ja ersetzt, bloß die haben sich einen Scheißdreck drum geschert. Ist ja ehrenamtliche Aufgabe. Nein, Eigentlich ja schon, ne? In den meisten Foren, also Travian zum Beispiel als Browserspiel, da war Moderation eine ehrenamtliche Aufgabe. Aber das haben die auch als Totschlagargument für alles genommen, wenn du gesagt hast, ey, ihr habt euer Forum nicht unter Kontrolle, hier geht alles den Bach runter, es ist zum Kotzen. Dann haben die gesagt, ah ja, lass das nicht an uns aus, wir machen das nur ehrenamtlich. Und da habe ich gesagt, ey, das ist mir scheißegal. Wenn ihr den Job scheiße macht, macht ihr ihn scheiße. Zack, 3 Tage Bann. Weg war ich. Diesen 3 Tage Bann hast du auch nicht abgewartet, Weppen. Natürlich nicht. Nein, Ihr kennt mich. kann es sein, man sieht so viele auch teils nette und freundliche Communities an mangelnder Moderation und mangelndem Draht zum Entwickler, muss ich jetzt auch mal so dazu sagen. Wenn du einen netten Mod oder Admin hast, der setzt sich mit den Entwicklern in Verbindung und sagt, ey, hier, die Leute schreien unbedingt nach neuen Flugzeugen. Jetzt schon seit 3 Monaten. Ihr müsst mal was machen. Zack, kamen 2 neue Flugzeuge bei raus. Hat keinen so interessiert, aber es wurde mal was gemacht. Seitdem der weg ist, ja, ich meine, ich habe ein Jahr Pause mit HIS zum Beispiel gemacht. Kein Mod mehr gewesen und in einem Jahr haben sie es geschafft, 3 neue Flugzeuge einzufügen. Keine neuen Missionen, nichts. Es ist einfach für den Arsch. Ja, hast du Erfahrungen gemacht, Kruton? Jetzt mit GTA 5. Nö, oder generell in der Richtung, in der sich das Gespräch gerade. Boah. Für die Moderation. Ehrlich gesagt, in den letzten paar Monaten ganz und gar nicht. Also, ich weiß nicht, allgemein habe ich irgendwie kaum MMO-Erfahrungen in letzter Zeit gemacht oder allgemein Erfahrungen in irgendwelchen Multiplayer-Spielen, die auch eine Art Moderation nötig hätten. Also daher kann ich leider nichts zu dem Thema sagen. Okay. Welches Multiplayer-Spiel hätte denn keine Moderation nötig? League of Legends? Arena-basierte Spiele. Hm. Werfe ich einfach mal so in den Raum, um mal League of Legends mit Dota und World of Tanks und auch War Thunder zu verbinden. Sag ich eiskalt, doch, wäre eine Moderation für jede Sprache an Community eigentlich notwendig. Da muss jetzt aber einen ganz großen Unterschied jetzt mal setzen zwischen Moderation und Support. Weil, was du jetzt gerade meinst, ist, glaube ich, das geht schon eher in Richtung Support. Und die Moderation, darunter verstehe ich ja zum Beispiel halt die typischen Tätigkeiten eines Game Masters in WoW zum Beispiel. Ein Game Master in WoW sorgt zum Beispiel dafür, dass sich halt die ganzen kleinen Kiddies auf dem Server nicht gegenseitig irgendwie die Köpfe zuflamen und dass jetzt da alles noch ein halbwegs geregelten Gang geht, damit es so aussieht, als ob Blizzard da, sag ich mal, auch für Ruhe und Ordnung sorgt. Ich meine, es gibt auch zum Beispiel Fälle,
und das ist jetzt auch wieder im WoW, aber halt nur ein weiteres Beispiel für Moderation jetzt aufzulisten. Es gibt zum Beispiel Fälle, wo da halt zum Beispiel der, ist der Begriff Plündermeister bekannt? Nicht wirklich. Okay, gut. Kurze Erklärung, du gehst mit deinen ganzen 24 Buddies in einen Dungeon, klatscht da halt die ganzen großen Bosse und dann meint auf einmal der Plündermeister, aus irgendwelchen irrationalen Gründen auch immer, das ist der Typ, der praktisch den Loot von dem Boss dann verwaltet, der meint auf einmal, hey, wir würfeln jetzt nicht um dieses eine Item, ich will's jetzt einfach, ich steck's mir einfach mal ein, wieso kann ich's machen? Ja, einfach weil ich so der von uns bestimmte Plündermeister bin und ich mach's jetzt einfach nur, weil ich jetzt gerade ein Arschgesicht bin. So. In dem Falle zum Beispiel, wo dann auf natürlich der ganze Shitstorm dann losgeht, alle den Typen zuflamen und halt sofort mit dem Rauschmiss aus der Gilde und so weiter drohen, da kommt dann halt ein Game Master an und sagt, ey, du kleiner Hosenscheißer, du, das macht man so nicht. Ich nehme dir jetzt das Item aus dem Inventar. Dann, weiß ich nicht, dann rollen die anderen halt einmal drum und wer dann halt dabei dann gewinnt, der kriegt es dann auch, aber ja. So kannst du dir vorstellen, wie so ein Art Richter. Oder, nee, nicht wie eine Art Richter. Stell dir die eher vor wie Judge Dredds zum Beispiel. Nein, ich weiß, wie du meinst. Wie ein Streitschlichter, sage ich einfach mal. Ja, die sind praktisch die Judikative, Exekutive und Legislative in einem. Nee, wobei ja. Legislative nicht, das wäre jetzt eher Blizzard in dem Falle dann von WoW. Ja, nein, aber wer dann, ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, könnte ich in World of Tanks oft genug gebrauchen. Weil deren Aussage, man kann das Spiel nicht hacken. Es gibt keine Bots für World of Tanks, das funktioniert gar nicht. Lässt zu viele Löcher offen. Aha. Es gibt immer wieder Momente, wo einfach einer mit 8 Kills aus dem Match geht, wovon jeder ein Munitionstreffer war. Natürlich auf ersten Sicht. Naja, wobei man da wieder anmerken könnte, das könnte auch alles wirklich auf Skill basieren. Nein. Wieso nicht? Einfach nein, nicht bei dem RNG basierten Gameplay von World of Tanks. Nun ja, was verstehst du jetzt unter RNG? Durchschlags-, Schadens- und auch Munitionslager-Detonation sind rein RNG berechnet. Ach so, okay. Ich dachte, das hängt immer alles davon ab, aus welchem Winkel du triffst, mit was für eine Munition und das was für eine Stelle. Das noch dazu, aber deine Munition hat einen Durchschlagsbereich. Aha. Und statt ein realistischer Bereich, der ganz doof gesagt Random Number Generator, na klar. Der Bereich wird per Zufall errechnet. Von einem RNG. Die Sache ist halt, du hast nicht den typischen Durchschlag, den eine deutsche zum Beispiel 8.8er hatte, plus minus 2,3 mm, sondern du hast einen Durchschlag, die 8.8er kann Durchschläge von, naja, 160 mm bis 250 mm erreichen. Auf 100 mm 90 Grad Panzerung. Macht dabei einen Schaden von, lass mich einfach lügen, 180 bis 220. Na gut. Ja, und jetzt im Falle von solchen Hackern, gibt es da keine Report-Funktion oder kann man die nicht irgendwie... Du kannst ihn als unfaire Spielweise deklarieren. Das hat World of Tanks nach langen Drängen einmal eingeführt. Aber ich habe bisher noch nie davon gehört, dass das irgendeine Wirkung gezeigt hat. Naja, für gewöhnlich hast du auch von den Leuten, wo es wirken Zeit eh nichts mehr. Da muss ich so ein bisschen... Das geht in die gleiche Sparte wie League of Legends mit dem Tribunal. Die Leute werden bestraft, aber es kommen immer mehr Leute dazu, die das machen. Und man kommt nicht hinterher vom Punisher-System. Und dadurch wirkt es für einen selbst... Also, es wirkt nicht nur, es ist so... Drei Beschwerden am Tag senden kann in einem Spiel, wo es 15 gegen 15 hat. Es gibt Matches, wo du alleine 15 Beschwerden senden möchtest, weil Leute sich gegenseitig abknallen. Dein halbes Team zum Beispiel. Aber nein, du darfst nur 3 Beschwerden am Tag. So, und diese Beschwerden werden wahrscheinlich auch nur dann ausgewertet, wenn genug für einen Spieler rausgekommen sind. Genau, und das macht es natürlich hart. Gegeben haben. Und das ist das gesamte System für dieses World of Tanks, sage ich einfach mal, ist ein Witz. Ja, und das ist, das hast du in vielen Spielen. Das ist eine. Ich sag's mal wirklich ganz hart, wie es ist. Es ist eine Ausrede. Dafür, dass nichts, also dafür, dass man angeblich etwas eingeführt hat, was aber nie seinen Nutzen bewiesen hat oder dem Problem Abhilfe geschaffen hat, dass man eine Lösung herbeigeführt
herbeigesucht hat oder herbeibeschworen hat dadurch, sondern im Gegenteil ist es so, dass dieses Problem weiter besteht. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jedem Lösungsangebot, weil was anderes ist es ja nicht, wenn wir davon alles annehmen und es nicht hinterfragen und auch nicht auf seinen Nutzen testen, dann geben wir Publishern und Entwicklern so ein bisschen freie Hand, ob die Probleme überhaupt ernst nehmen müssen oder ob die da uns einfach ein Pappschild hinstehen, daran wird gearbeitet. Weil was anderes ist es ja nicht. Weil wenn wir uns jetzt beschweren über das Reporting-System von World of Tanks, dann werden die sagen, ah ja, aber das ist doch noch gar nicht fertig. Das ist doch noch gerade im Doing. Da machen wir gerade noch Team-Meetings und wir gucken, wie wir das verbessern können. Das wird 3 Jahre lang andauern. Bis dahin spielt keiner mehr World of Tanks, mal ganz krass formuliert. Und dann ist so, ja, warum sollte es sie interessieren, das jetzt im Nachhinein zu fixen? Weil das Geld haben sie ja schon. Ja? Ja, nein, ich verstehe deinen Ansatz. Alternativ, was ich nach wie vor sage, World of Tanks, das hat Marius berichtet, ich kann die Wahrheit deshalb nicht überprüfen. Der hat gesagt, in der Beta ganz zu Anfang gab es die Möglichkeit, mit seinem Panzer zu hupen. Das wurde an alle Spieler ausgesendet. Die von World of Tanks haben es rausgenommen, weil das angeblich die Server zu weit beansprucht hätte. Und seitdem haben sie gesagt, wenn die Server dazu bereit sind, würden sie es wieder einführen. Es ist immer noch nicht wieder da. Es wurde vergessen, vermute ich mal. Oder es ist auf der To-Do-Liste so weit unten, dass es überhaupt keine Prior hat. Darf ich ehrlich sein, manchmal würde ich eine Panzerhupe auch in War Thunder echt gern haben. Eine Panzerhupe? Als Panzer einfach hupen. Weißt du, wie lustig das in World of Tanks ist, wenn du mit deinem KW-5 deinen 100-Tonnen-Panzer quer in eine Hellcat reinfährst, weil sie sich entscheidet, kurz vor dir einzulenken? Nö, ich weiß nicht, wie lustig das ist, aber ich stelle mir schon, dass der theatralische Effekt mit der Hupe in Kombination doch schon ziemlich großartig wäre, ja? Das wäre noch besser, natürlich. Ich drück's mal so aus. Irgendwann habe ich aufgehört, abzubremsen oder wegzulenken. Das heißt, ich habe einer Hellcat habe ich dadurch die Kette abgefahren, ihr Hälfte Leben gezogen und sie erstmal knapp 50 Meter vor mir hergeschoben. Einfach ignoriert. Ja, kann man machen. Schwerer Panzer halt. Ich kann nur sagen, das, was ich aus meiner Bundeswehrzeit weiß, Panzer haben eine Hupe. Das nennt sich Schallhorn. Die Dinger sind laut. Die sind laut. Jetzt kommt hier das Fachwissen. Bitte? Wäre genau das Richtige. Gerade für so einen Kollegen wie den KW-5, der eh ein Rammpanzer ist. Ja. Das Ding ist, warum das mal eingebaut wurde, ist, weil die auch auf Straßen fahren und im Nichtkriegsfall müssen die praktisch für die Straßengesetzverordnung zugelassen sein, ja. Zugelassen sein. Und dafür brauchen sie eine Hupe. Und da ein Panzer sehr laut ist, hat man sich für die lautere Hupe entschieden. Das ist ein Schallhorn. Nur so, das ist gerade auch so meine Überlegung. Sag mal, so laut wie ein Panzer ist, da hat sich das mit der Hupe sowieso erledigt eigentlich. Also es ist wie die Hupe eines Trucks, nur noch lauter. Ja, so darf man sich das vorstellen. Das ist so ein halbes Nebelhorn, ne? Richtig. Ich mal kurz anmerken, dass sich Schallhorn irgendwie schon wie so eine Ratchet und Clank-Waffe anhört. Ganz minimal, stimmt auch wieder. Also auf jeden Fall, man kann da auch nicht, falls irgendjemand euch mal erzählt hat, das sei unlogisch, kann ich das an der Stelle entkräften. Die gibt es wirklich. Panzer haben tatsächlich eine Hupe. Das ist, die haben es wirklich. Warum es nicht eingebaut wird, ist unnötig, frisst zu viel Serverspeicher, was weiß ich. Keine Ahnung, könnte man locker einbauen. Wäre sogar sinnvoll, davon Marsch. Und das wäre unglaublich viel lustiger, gerade beim Beginn des Matches. Ich erinnere an Team Fortress 2. Ich weiß nicht, ob das einer von euch beiden schon gespielt hat. Aber ja, ich hab's gespielt. Nur den MVM-Modus hier, Mann gegen Maschine. Echt? Nicht den normalen PvP? Nee, ich bin kein PvP. Oh, das müssen wir doch, Digga, das müssen wir mal nachholen. Mit Freunden macht das Spaß, glaub mir. Na gut. Auf jeden Fall, so ähnlich wie stelle ich mir das da vor, weißt du, man spawnt und alles erstmal am Rumbrüllen, am High Five geben, einfach kompletten Abspacken, bei World of Tanks alle Tanks spawnen und alle mit so unterschiedlichen Hupen. Oder mit dieser typischen Hupe. Eine Fanfare. Ja. Und das natürlich zusätzlich zu dem sowieso World of Tanks typischen Verkehrschaos am Beginn eines Matches. Panzer fahren übereinander, nebeneinander, rammen sich, fahren sich gegenseitig in den Weg. Die haben sich nur lieb. Panzersex.
Ich finde es. Es war dieser eine Moment in Warhammer. Wir starten als Flugzeug, Marius dreht sofort nach links und ich fliege mit der IL-2 hin rein. Königlicher Tiger.